Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu Transport Fever 2. Ja, wir sind hier wieder auf meiner Karte. Und im Offscreen habe ich ein bisschen hier dekoriert. Nicht viel, ich hatte nicht so viel Zeit am Wochenende. Heute ist Montag, ich nehme die Folge jetzt um 10.30 Uhr auf. Ich werde das jetzt wahrscheinlich ein bisschen so verschieben, dass die Folgen erst um 14 Uhr rauskommen. Ich zeitlich halt das so nicht ganz hinkriege, dass ich um 12 Uhr rauskomme. Deswegen kommen die Folgen jetzt immer um 14 Uhr. Ist für mich ein bisschen entspannter und ich denke mal, die meisten von euch sind sowieso am Arbeiten oder in der Schule. Wenn es um 14 Uhr rauskommt, ist das auch völlig in Ordnung. Ja, heute soll es darum gehen, dass wir unsere Schnellfahrtstrecke erweitern. Dass wir zwar kein Stück, wo sie ihre Höchstgeschwindigkeit erreichen wird, der ICE. Den werde ich auch noch tauschen, wahrscheinlich gleich gegen den ICE 1, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber dann spätestens im nächsten Abschnitt, also nicht den, den wir jetzt bauen, sondern in den nächsten Abschnitt, wird sie auf jeden Fall ihre 250, sprich 280 Stundenkilometer erreichen. Ja, wenn wir uns mal angucken, was wir heute bauen wollen. Hier haben wir so ein paar Züge hingestellt und hier halt einfach ein bisschen ausdekoriert. Ich weiß auch nicht, ob das alles so grün bleibt. Ich hatte da aktuell gerade nicht mehr Ideen. Ja, heute soll es bis nach Nienburg gehen, also einmal hier über die Weserbrücke rüber und über die, was auch immer für ein Fluss das hier dann sein soll, Bastau, die fließt zumindest durch Minden, ist natürlich ein kleiner Bach, aber, naja, mal gucken. Ja, dann soll es hier weitergehen, bis Nienburg wird die Strecke noch viergleisig sein, die Schnellfahrstrecke in der Mitte, müssen wir mal gucken, wie wir das dann genau regeln. Den Bahnhof hatte ich hier gestern schon hingesetzt. Der ist natürlich jetzt mitten in der Stadt wieder eingebaut. Müssen wir nochmal wegreißen, die Häuser. Und ab Nienburg teilt sich das dann auf. Und dann wird die Schnellfahrstrecke halt so gebaut, dass die Züge schnell fahren können. Und dann wird die Regionalstrecke dann hier auch irgendwie lang gehen. Und hier möchte ich dann noch ein paar Städte setzen. Hier ist ja nichts. Hier ist ja nicht eine Stadt. Die Schnellfahrstrecke soll dann weitergehen bis Bremen. Und dann weiter bis Bremerhaven hier oben. Das sind so die nächsten Punkte, die dann natürlich so sporadisch immer abgearbeitet werden. Ja, würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal das Stück weiter bis nach Nienburg. Das ist ja eigentlich relativ zügig gemacht. Hier kommt gleich eine Brücke oder eine Unterführung. Ja, ich glaube, wir machen eine Unterführung hier. Sieht gleich ein bisschen schöner aus. Und mir hat gestern einer in den Kommentar geschrieben, dass hier oben ein Ausrufezeichen habe. Irgendwie fehlt eine Straßenverbindung zwischen Nienburg und Warnow. So, wenn wir jetzt aber einmal gucken. Und die habe ich jetzt gerade weggerissen. Die Straßenverbindung. Ich habe hier nirgendwo was weggerissen. Und Warnow ist hier ganz hinten. So, die können hier lang fahren. Und hier ist Ende. GG. Dann war das hier lang. So, hier lang. Hier außen lang. Bis nach Bad Lippdingsbums. Und dann hier lang. Hier lang ist auch Ende. Ich hatte auf jeden Fall eine Straßenverbindung gesehen, die noch funktioniert hatte. Ich habe auf jeden Fall nichts abgerissen, weil hier hinten haben wir noch nie gebaut. Ja, aber irgendwie fehlt eine. Das stimmt wohl wirklich. Da habe ich mir letztes Mal wohl geguckt. Da ging es hier oben lang. Ne, hier ist auch Ende. Und wenn wir jetzt hier hochgehen, gehen wir bis hier. Und dann ist auch Ende. Ja, aber wie gesagt, hier oben habe ich ja noch nie gebaut. Keine Ahnung, was hier für eine Straßenverbindung auf einmal fehlt. Ja, doch, da fehlt wirklich eine. Hatte ich mich letztes Mal verguckt. Naja, macht ja nichts. Müssen wir halt dann irgendwann mal eine bauen. Mich störte das jetzt nicht so wirklich, dass da oben das blinkt. So, wo kommt die Strecke rüber? Hier ungefähr. Gehen wir mal 4 nach unten. Zack, zack. 1, 2, 3, 4. Ah, macht er gleich einen Tunnel? Ne, der soll keinen Tunnel machen. Tunnel wollen wir nicht, oder? Wollen wir einen Tunnel? Ich glaube, ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Machen wir mal einen Tunnel. Ja, GG Sven. 1, 2, 3, 4. Ah, jetzt haben wir keinen Tunnel. Haben wir irgendwo noch verzählt. So. Müssen wir nur gucken, dass wir jetzt dann hier
auch geschmeidig rüberkommen. Unsere Strecke noch ein bisschen weit da. So, Gleise. 250 Stundenkilometer. Zack. Doch, das sollte aber klappen. Mal gucken, ob das mit der Höhe her passt. Das passt. Sehr schön. Oh, wir haben neue Brücken. Ja. Alles klar. Aha. Ah, okay. Die sind wohl etwas für niedrige Überführungen gedacht. Oh, das ist hier weg bei dem. Damit muss ich mich erstmal vertraut machen. Ich weiß gar nicht, was das genau jetzt ist hier. Aha. Ja, alles klar. Da muss ich dann erstmal gucken, was das genau für Brücken sind, was das damit auf sich hat. Oh, hier. Die ist gut. Die nehmen wir. Die wird nämlich viergleisig dann auch richtig schick. So. Perfekt. Mit mir. So, jetzt geht das da wieder rauf. Warum komme ich da jetzt wieder nicht ganz ran? Was stört denn da jetzt? Spiel. Hä? Achso. Na gut, das funktioniert natürlich, wenn da ein Depot sitzt. Dann kann das Spiel da auch nichts für. Dann habe ich natürlich nichts gesagt. So, 250 haben wir noch. Jetzt machen wir natürlich erstmal wieder ein Autosave, ist ja klar. Aber Autosave ist wichtig, obwohl ich bisher echt sagen muss, ich hatte, glaube ich, in der ganzen Zeit, in den ganzen knapp 200 Stunden, die ich jetzt schon spiele, auf beiden Spielständen, erst ein oder zweimal einen Spielabsturz, der einfach so aus dem Nichts passiert ist. Muss ich echt sagen, das läuft auf jeden Fall deutlich stabiler als Transport Fever 1. Wo ich natürlich dazu sagen muss, dass ich in Transport Fever 1 über 700 Mods aktiv hatte. Das habe ich ja hier nicht. Hier habe ich aktuell, glaube ich, knapp 200 Mods aktiv. Und 700 ist natürlich dann nochmal eine andere Hausnummer. Da kann es natürlich immer mal schnell mal sein, dass man da wieder irgendwelche Mods hat, die nicht ganz kompatibel miteinander sind. Und wenn man dann irgendwo draufklickt, dann schmiert das Spiel ab. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, was sehr gut war für mich, was auch ein bisschen funktioniert, ist, wenn ich, bevor ich eine Aufnahme starte, einmal den Texturcache lösche. Auch wenn da nicht viel drin ist, aber sobald ich den gelöscht habe und ich in das Spiel komme, läuft es dann erstmal einigermaßen ruckelfrei. Das ändert sich natürlich dann nachher auch wieder im fortgeschrittenen Spiel. Aber es hat nicht diese Anfangslags. Wenn man auf eine Karte kommt, dass man da am besten erst einmal rüberfliegen muss. Ich habe zwar jetzt auch nicht hohe FPS, weiß nicht, ob ihr das oben in der Ecke sehen könnt. Und Steam eingeblendet, steht hier oben. Und im OBS sehe ich es jetzt gerade nicht, das wird nicht mit aufgenommen. Habe ich jetzt gerade 46 FPS. Das ist jetzt nicht die Welt, aber für dieses Spiel reicht das auf jeden Fall. Jetzt einmal 80 hier vor, dass wir da nicht so reinballern, weil er auch der ICE hier hält. Mal gucken, wie wir das jetzt hier mit dem Bahnübergang hinkriegen. Das sieht ja noch ganz okay aus. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Das müssen wir einmal hier nebensetzen. Dann reißen wir dann gleich wieder ab. Zack. Wie sieht das aus? Das sieht doch ganz gut aus, ne? Ja, doch, das kann man so lassen. Mal gucken, was passiert, wenn ich die jetzt ausreiße hier. Das bleibt alles schön. Perfekt. Doch, das ist in Ordnung. Das kann man auch vielleicht nochmal fixen. Die Schranken und dieses Gebimmel, also die Glocke, die läutet, wenn die in die Schranken runtergehen, die sind so laut. Das hört man ja, gefühlt 50 Kilometer weit hier im Spiel. Das könnte man vielleicht auch noch mal irgendwie ein bisschen fixen. Aber vielleicht kommt es ja auch noch.
Ich weiß aktuell nicht, wie es aussieht mit einem Patch, wann da einer geplant ist, etc. Kann ich euch leider aktuell nichts zu sagen. Ja, und hier teilen wir uns das eigentlich ganz gut. So. Zack. Genau, da geht nämlich der RE dann von Nienburg dann auch später weiter. Werden natürlich hier noch ein paar Städte gesetzt, weil hat ja eben schon gesagt, hier ist nichts. Und die Schnellfahrstrecke geht dann weiter. Hier wird sie natürlich jetzt nicht ihre Höchstgeschwindigkeit erreichen. Das brauchen wir uns gar nicht dran denken. Allein nicht schon mit den Kurven. Wenn er vielleicht 200 schafft, was selbst ich nicht glaube, dann naja, müssen wir mal gucken. So, jetzt kann die Stadt auf jeden Fall hier wieder munter weiterbauen. Das gefällt mir so eigentlich ganz gut. Muss natürlich dann erstmal hier wieder alles ausschmücken. Hier laufen noch ein paar Leute über der Wiese. Aber das liegt ja daran, dass wir hier gerade eine Straße weggerissen haben. So, Assets wird langsam auch immer mehr. Und ich steige hier noch nicht so ganz durch, wo ich immer was finde. Da finde ich aber die ich suche. Machen wir die hier hin. So dicht hier vor. So. Auf den Viergleisigen arbeite ich gerne hier mit diesen Brücken, obwohl das jetzt hier nicht funktioniert. Hier müssen wir das noch mit den Zweigleisigen machen. Machen wir das hier so. Dann können wir das direkt hier zusammensetzen. Mal den Punkt erst zu treffen, wo das ist. Hier brauchen wir erstmal ein paar Signale, ist ja klar. So, ich werde jetzt in naher Zukunft anfangen, die Strecken alle zu dekorieren, beziehungsweise das dichte Umfeld. Ich werde, sag mal, hier in so einem Streifen die Strecken erstmal ausbauen. Ich werde wahrscheinlich hauptsächlich viele Felder setzen, weil man da halt viel mit schafft. Ich spiele ja auch auf so einer großen Karte. Ja, müssen wir mal gucken. Hier kommen normale Signale hin und den ganzen Weg dann auch. Alles klar. So, müssen wir die Signale einmal gerade anmachen. Zack. Was haben wir denn jetzt hier schon an Signalen überhaupt gebaut? Hier wird der ICE fahren. Hier und hier. In der Mitte fährt ja der Kohlezug durch. So, Ausfahrt ist hier, glaube ich, 100. Kann man hier ein Signal hinsetzen. Hier hinten. Das machen wir aber mal anders. Da würde ich auch gerne nochmal so eine Brücke stehen haben. Finde die echt cool. Ich hätte das in Transport über 2 leider überhaupt nicht benutzen können. Weil irgendwie war da zum Beispiel auch das Problem, dass es da einen Bug gab. Und sobald ich die angeklickt habe, war ich auf dem Desktop. Das hatte da bei mir nicht so richtig funktioniert. So. Und ich finde das eigentlich ganz cool. So. Ich finde, das sieht richtig schick aus. So, dann geht es hier natürlich dann weiter. Hier hinten haben wir schon wieder eine Brücke. Perfekt. So. Und dann geht es hier ab. Dann brauchen wir hier auf der Seite ein Signal. Und da kommen ganz normale hin. Hier ein Signal hin. Und hier werden wir jetzt ganz normale Signale hinsetzen. Zack. Jetzt haben wir natürlich die lange Brücke. Auf die Brücke können wir nicht setzen. Muss ich hier auf jeden Fall welche hinsetzen. Ich will die Abstände halt nicht so groß halten. Aber wenn wir bei so großen Abständen. Na gut, hier ist dann schnell was. Gibt es dann das Problem, dass die Züge sich so weit auseinanderfahren, beziehungsweise dann lange warten und Staus bilden? So. Haben wir das auch. Erzählt er manchmal, habe ich hier halt auch so wirklich harte Lecks drin. Obwohl die Stadt jetzt ja nicht groß ist. Aber ich glaube, solange hier nicht irgendwann mal ein Performance-Patch rauskommt, werden wir da so lange mit leben müssen. Und ich hoffe auch mal, dass der Performance-Patch dann auf einen bestehenden Spielstand zugreift und wir keinen neuen Stand müssen. Weil da habe ich nun gar keinen Bock mehr drauf. Gut, dann suchen wir uns jetzt einmal hier die Linie raus. ICE.
Da. Dann machen wir einmal Fahrzeuge verwalten. Ja, du verschwindest jetzt einfach mal. Verkaufen. So. ICE. Du fährst jetzt ja von Bielefeld, fährt da wieder zurück bis nach Minden. Ja, dann müssen wir Minden jetzt aber auch schon wieder als Halt anklicken. Ja, ja, ich weiß. Dann geht's ab bis nach Nienburg und dann wieder zurück nach Minden. So, jetzt checken wir hier noch einmal. Er fährt hier in der Mitte. Läuft. Alles richtig. Den können wir jetzt auch mal eine Farbe geben, dass wir es besser sehen können. Rot. So, hier gibt es jetzt Complications. Dann müssen wir ihm jetzt sagen, dass wenn er zurückkommt, die starten in Minden jetzt natürlich auch Schwachsinn. Wir löschen das einmal gerade raus hier. Ach, da unten ist alles entfernt. Gut, machen das nochmal gerade neu. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. So, von hier über Minden bis nach Bielefeld. Dann wieder nach Minden. So. Genau. Jetzt müssen wir sagen, dass erstmal, wenn er nach Minden fährt, soll er bitte in Gleis 11. Ja, das funktioniert ja toll. Kommt er da nicht rüber? Ist ja keine Weiche. Er kommt doch jetzt von hier. Und kommt rein zu... Ah! Aha! Hier haben wir noch einen kleinen Fehler. Beziehungsweise vom Bau hier habe ich noch nicht alle Linien wieder nachgezogen. Aber gut, dass das auffällt. Schon wieder ein Auto, ist ja schon wieder eine Viertelstunde rum. Mein Gott. Das ging jetzt ja fix. Na los. So. Okay. So. Hätten wir jetzt zwar nicht so, dass wir jetzt hier die Löcher reinkriegen. Aber das kriege ich nachher schneller wegdekoriert. So, aber jetzt müsste das mit der Linie auf jeden Fall klappen. Ja, das klappt. Er muss natürlich hier auch noch rüber nachher. Die orangene ist nur eine Fake-Linie. Die können wir eigentlich auch löschen. So, weg. Brauchen wir natürlich jetzt hier auch noch eine Weiche. Die setzen wir auch hier hinten hin, weil hier sowieso die ganzen weichen Straßen sind. So, dann gehen wir dann hier auch noch rüber. Perfekt. Fährt er da aber nicht lang. Das müssen wir ihm jetzt natürlich dann noch sagen. Wenn er das nächste Mal aus Minden kommt, dann soll er... Ah, ich habe da hinten noch keine Weiche drin. Ja, er sagt mir, das geht natürlich jetzt nicht, weil er hier das Gleis nicht wechseln kann. Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen doof. Doof gelöst noch. Dann müssen wir jetzt einmal hier rüber. Die muss natürlich nachher auf jeden Fall wieder weg, wenn die Strecke verlängert wird. Weil das sieht nicht schön aus, diese Weiche. So, du kommst jetzt von hier. Musst dann aber hier eigentlich auch noch rüber. Hier hinten. So, da brauchen wir jetzt aber eine Weiche, die Höchstgeschwindigkeiten zulässt. Mindestens 160. Ob wir das hinkriegen? 134. 160, 160, 134. Müssen wir noch ein bisschen schneller kriegen? Oh, dann natürlich eine lange Weiche. 150 ist okay. Ich glaube, so schnell fährt der Zug da eh noch nicht. 150. So. Das ist ganz gut. Dann müssen wir natürlich jetzt hier noch die Signale ransetzen. Ja, ist natürlich jetzt hier ein bisschen tricky. Wie wir das jetzt machen. Jetzt sind die Ragen hier so ein bisschen mit rein. Das ist aber okay. Weil das nicht gerade, weil die Strecke halt eine Kurve macht. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. So. Ja, und dann geht das hier rüber. Und hier sind wir jetzt ja dann. Hopefully können wir das erstmal so bauen, dass wir hier jetzt schon richtig fahren. Müsste ich hier noch eine setzen, genau. Zack.
Zack. Zack. Zack. Hier ist die nächste. Zack. 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 Und hier schon wieder einen. So. 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 Vielleicht hinter dem Tunnel wird einer sein. Genau. Zack. 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 Und dann kommen hier die beiden. So. Perfekt. Und dann noch einmal die beiden hier. So. Sehr schön. Was sagt jetzt unsere Linie? Die fährt jetzt genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber nur bis da hinten hin. Das gefällt mir natürlich nicht. Ach so, weil er jetzt nicht auf Gleis 11 ist, er ist noch auf Gleis 12 wieder. Gleis 11 ist das? Warum zeigt es mir jetzt nicht mehr an hier? Hat mir doch vorher mal angezeigt, welches Gleis das ist. Terminals. Zeigt er mir auch nicht an. Was ist jetzt los? Hallo? Was ist der Scheiß denn jetzt? Wenn ich auf Terminals geklickt habe, habe ich doch immer gesehen, welche da sind. Was haben wir denn jetzt? Linie verwalten. Ja, das war doch 11. Ja, geht immer noch nicht. Jetzt fährt er immer noch hier drüben wieder lang. Hä? Aber ich habe bis 15. Das scheint wohl 14 zu sein. Das ist wohl 13. Das ist Gleis 12. Und das war noch Gleis 11. Da springt er ja auch hin. Gleis 10 geht nicht. So, das ist Gleis 11. So, und wenn er doch dann von hier kommt. Ja, richtig. Ich dödel. Da muss ich natürlich von da jetzt auch noch eine Weiche setzen. Sonst funktioniert das nicht. So. Den setzen wir hier neben. So, aber jetzt. Aha. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. So. Lange hat es gedauert. Müssen wir nur gucken. Na, das haut doch auch nicht hin hier. Dass wir ihn jetzt hier noch in die Mitte wieder kriegen. Kriegt man eigentlich gut hier hinten noch hin. Hier eine Weiche reinsetzen. So. Ja, perfekt. Jetzt hat es endlich geklappt. So, nach 23 Minuten sind wir dann auch endlich mal fertig mit der Linie. Hat ja doch länger gedauert, als ich gedacht hätte. Dann wird es heute keine Probefahrt mehr geben, meine Freunde. Das gibt jetzt einen kleinen Cliffhanger bis zur nächsten Folge. Wir sind nämlich schon viel zu lang. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen und ein Like da. Und schreibt doch in die Kommentare, was für einen Zug wir nehmen sollen. Und ja, viel Spaß. Und wir sehen uns morgen wieder, spätestens um 14 Uhr. Bis dahin, haut rein. Tschüss.